Mein Name ist Karl. Ich bin Bartender und Besitzer der Sun Cocktail Lounge in Wien. Das Einzigartige in meiner Bar ist es definitiv das Experimentierfreudige. Die Verwendung von den Zutaten, die neuen Ingredienzen, was wir halt entdecken in den Cocktails. Das ausgefallene Drink bei uns heißt Fish and Tonic, basiert auf der Sun Cut-Off Gin. Ist unser eigener destillierter Gin auf einer Kartoffel-Wodka-Basis, gepaart mit trockener Sherry, Eukalyptus, Pfirsich, balanciert mit einer gekreierten Zitronensaft, aufgetoppt mit Thomas Henry Tonic Water, in einem Aquariumgefäß mit einem schwimmenden Fisch. Das Inspiration sind eigentlich überall. Überwiegend bekomme ich es von der Küche. Also alles, was in der Speise funktioniert, funktioniert genauso auch in den Cocktails. Aber ansonsten, wenn man einfach im Leben etwas dann mehr sensibel ist, sage ich mal so, entdeckt man auch die Cocktail-Inspirationen überall. In der Buch, im Spazierengehen. Ja. Ich arbeite am liebsten mit asiatischen Zutaten, so wie Rote Bohnenpaste, Yuzu, Calamansi, sowohl ebenfalls auch Jojobe oder ja, schwarzer Sesam. Ein guter Drink zeichnet für mich aus Balance, das Anwesende, aber gleichzeitig wieder Abwesende. Es gibt grundsätzlich für mich persönlich zwei Ausgangsweisen für Food Pairing. Das eine ist es quasi, dass man mit dem gleichen Aroma wie im Speise hat zu arbeiten, um einfach dieses Aroma hier vorzubringen. Das andere ist quasi mit Aroma zu paaren. So bewusster hat in der Speise eine gewisse Aroma wegzunehmen und dabei in der Cocktail drinnen einzusetzen. So dass eigentlich diese Kombination aus Trinken und Essen perfekt miteinander paart. Das nächste Trend, finde ich persönlich, wird sehr individuell werden. Also eine würde sagen, dass der Gin nach wie vor ein Trendspirituos ist, eine andere würde auch sagen, dass Mezcal halt sehr stark im Kommen ist. Es wird halt sehr individuell und jeweils immer nach unterschiedlichen Konzepten angepasst.